Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei meiner Terraria-Reihe Moonboons World. Und heute machen wir etwas ganz Geiles. Und zwar fangen wir eine neue Welt an. Ganz einfach darum, weil eben letztes Mal der Patch 1.1 rauskam. Ihr seht es ja unten. Und ich habe euch gefragt, ob ich alle Änderungen in der alten Welt erfahren kann, alle Neuerungen. Und ich habe mich auch noch informiert und ihr habt mir geholfen und ich habe herausgefunden, dass man leider eine neue Welt machen muss, um wirklich alle neuen Items und so weiter nutzen zu können und zu sehen. Und deshalb würde ich sagen, machen wir einfach mal eine neue Welt. Unser Charakter bleibt der gleiche, Moonboon. Ich habe schon ein bisschen Zeug eingepackt, was ich mitnehmen will in die neue Welt. Und wir machen für unsere Zwecke eine Small. Na, machen wir. Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Was war denn die letzte? Small oder Medium? Oh mein Gott, das ist spannend. Ich glaube, ich mache mal Small. World 5. Oh ja, Mann. Was für ein passender Name. Nein, wie nennen wir sie denn? Wir nennen sie New Moonboons World. Oh, vertippt. World. So. Okay. Okay. Accept. Schauen wir mal, was abgeht in der neuen Welt. Oh Gott, bin ich gespannt. Yeah, New Moonboons World. Eine Menge Wald geht ab. Hey Dylan, was geht ab? Du hast endlich einen Namen gekriegt. Oh, guckt euch an, wie geil das aussieht alles. Oh Gott, Terraria. Ich habe mich gerade neu in dich verliebt. Und so wie es aussieht, brauchen wir gar nicht lang suchen nach einem Fleck, wo wir uns niederlassen. Irgendwie ruckelt es total. Diese Fläche hier ist ja ideal. Es ist alles ewig gerade. Wir müssen nur die ganzen Bäume hier fällen, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja unsere Hammeraxe. Hey, Schleim. Ich komme gerade an in der neuen Welt und du pisch mich schon wieder auf, Mann. Okay. Ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen hier. Hier fangen wir an. Komm schon, Bäume weg. Holz brauchen wir eh. Und ich habe mir vorgenommen, wir bauen diesmal von Anfang an was richtig Geiles, Großes. Richtig fett. Nicht so ein Häuschen, wie wir uns letztes Mal gebaut haben. Wir bauen uns was überdimensional Geiles. Vielleicht bauen wir auch die Häuschen für die NPCs an der Oberfläche. Oh, Inventar voll. Und bauen unser Häuschen im Untergrund. Das wäre auch nice. Gerade so, nicht natürlich ganz im Untergrund, sondern einfach ein bisschen tiefer. Auf jeden Fall wird das hier alles begradigt. Es gibt jetzt eine riesen Baustelle. Moonboons Baustelle. Oh! Komm schon, Baum. Was machen wir denn mit dem ganzen Holz? Oh mein Gott. So, das soll erstmal reichen. Die erste kleine Fläche. Wir brauchen dieses Mal ja keine Angst vor der Nacht zu haben. Die Nacht kann uns nicht mehr viel anhaben. Was mir allerdings was anhaben kann, sind diese nervigen Dreckblöcke und Holzblöcke, die jetzt hier überall im Weg rumliegen. Hammeraxe! Hintergrund ein bisschen wegmachen. Genau. Oh ja, falls ich mich ein bisschen kaputt anhöre, wundert euch nicht. Ich war das Wochenende weg und bin jetzt auch extrem kaputt. Wir waren feiern, ununterbrochen, die ganze Nacht, den ganzen Tag und dazwischen auch. Und währenddessen sowieso. Und ich konnte bis vorhin eigentlich fast überhaupt nicht mehr reden. Aber jetzt geht's wieder ein bisschen. Da habe ich gedacht, ach Terraria, chillig Sonntagabend, können wir ja eigentlich aufnehmen. Bedeutet ja nicht allzu viel Stress und Rumschreien. Wie zum Beispiel bei StarCraft 2 das der Fall wäre. War das ein richtig deutscher Satz? Ich glaube nicht. Egal. Komm schon. Ich sehe nichts wegen diesen Dreckblöcken. Blöde, verfluchte Dreckblöcke. Irgendwas, was ich wegwerfen kann. Ich habe meine ganze
Möblierung aus dem alten Haus habe ich eingepackt. Wir können es ja komprimieren. Jetzt pass mal auf. Wenn wir jetzt hier 250 Holz hinlegen. Genau. Jetzt erstmal den ganzen Dreck aufsammeln. So, und den Dreck können wir löschen. Jetzt müssen wir die ganzen Eicheln aufsammeln. Kommt her, Eicheln. Wie jetzt? Das waren schon alle Eicheln. Eicheln löschen. Hä, what? Da ist doch der Mülleimer. Wieso löscht es nicht? Kapiere ich nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder das Holz dabei. Ist mir jetzt Bums. Weg, alles weg. Boah, der hat irgendwie so eine große Reichweite. Nicht Reichweite, aber Area of Effect. Hey Dylan, ich baue dir ein Haus. Was hältst du davon? Du wolltest doch immer ein Haus von mir, Dylan. Das Zeug ist ja immer noch da. Ich check das nicht. Erklärt mir das mal, wie das hier funktionieren soll. Mit diesem Mülleimer. Man legt was in den Mülleimer, aber es verschwindet nicht. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Okay. Ich würde sagen, weil wir so viele Holzblöcke haben hier, bauen wir das Zeug für unsere Leute hier, bauen wir aus Holz für die NPCs. Komm mal her. Und zwar gibt es da jetzt nicht extra eine Holzwand. Wood Wall ist für den Hintergrund. Aber gibt es da nicht jetzt extra Holzbausteine? Nein, habe ich gedacht. Fuck. Muss ich dazu vielleicht erstmal meine anderen Holzdinger aufstellen. Wo war denn hier das Säge? Sawmill. Komm mal her, Sawmill. Sawmill wird auch aufgestellt. So. Nee, gibt immer nur noch die Holzwand. Doch, was ist das? Dieser Wooden Beam. Ich weiß bis heute nicht, was das sein soll. Ist das Holzwand? Wooden Beam? Ich würde sagen, wir versuchen es einfach, oder? Davon habe ich ja schon ein paar im Inventar. Und jetzt gucken wir mal. Es gibt nämlich hier so ein System, habe ich gesehen. Housing. Da kann man dann fragen, ist das hier ein richtiges Haus? Und dann sagt es dir, nein, das ist kein richtiges Haus. Du Noob, du hast das falsch gemacht. Okay, jetzt kann ich damit Wände machen, oder was zum Teufel ist das? Das müssen wir jetzt rausfinden. Ne, das sieht scheiße aus. Das sind bestimmt keine Wände. What the fuck, Mann? Das regt mich jetzt schon wieder auf, dass es hier keine extra Holzdinger gibt. Dann müssen wir halt auf Oldschool Holz zurückgreifen. Wir haben ja noch 227. Fuck off. Genau, ganz einfach. Ganz einfach Oldschool. Die kriegen hier oben, das wird so ein Vor. Die kriegen hier so Baracken. Mehr kriegen die nicht, die faulen Stinker. Jetzt Moment, bevor ich jetzt hier das erste Haus baue, ist das so clever? Oder soll ich es unten abschließen? So viele Entscheidungen schon wieder am Anfang. Komm noch mal weg. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze unten ab. So, und es wird so hoch. Dann brauche ich mich auch nicht groß verkünsteln. Die kriegen ganz, ganz einfache Schlafräume. Und wir machen uns dann den Hammer im Palast. Oh ja, so mag ich das. Dann verlangen wir eine viel zu hohe Miete und werden stinkreich. Aber irgendwie... Ach komm, Mann, fuck. Warum muss ich so ein Perfektionist sein? Ohne Witz, das regt mich jetzt schon wieder auf. Moonboon. Geh ich mir auf die Eier.
Ja, Dylan, das wird dein Haus. Guck's dir gut an. Ich glaube, da muss ich auch noch wegmachen. Da auch. Yeah, baby, yeah. Türen habe ich gar keine mitgebracht, fällt mir gerade ein. Tisch und Stühle habe ich natürlich eingepackt. Aber wer denkt schon an Türen? Kein Mensch braucht Türen. Okay. Fackeln brauchen wir auf jeden Fall. Es wird jetzt gleich Nacht. Eine Fackel. Zwei Fackeln. Dann brauchen wir... Machen wir erstmal Platz im Inventar. Den Tisch. Ach, scheiße. Tisch. Bisschen weiter in die Mitte. So, die Stühle. Ein Stuhl. Zwei Stühle. So, und jetzt haben wir auch schon mal Platz für Türen. Oh ja, das wird alles ganz, ganz spartanisch hier. Tür. Eins, zwei. Sollen wir gleich mehr machen. Machen wir mal vier. Fehler. Habe ich das ein Feld zu niedrig gemacht? Zu hoch? Ja, habe ich. Tür. Yes. Und yes. Was jetzt noch fehlt, steht Hintergrund. Oh nein, geht's nicht auf. Doch. Die Hintergrundwand. Komm mal her, habe ich da schon irgendwas? Nein. Keine Wooden Wall dabei. Dann machen wir uns welche. Das habe ich gerade gedacht. Okay. Ja, die Bomben brauchen wir vorher schon mal nicht, glaube ich. Tür zu. Hey, was ist denn mit dem Dreck jetzt da unten passiert? Seht ihr das? Unter dem Haus. Yeah. Kleines Häuschen für einen kleinen Mann. Komm her, Guide. Komm. So, ist das ein Haus? Housing? This house is suitable. Okay, zieh ein, mein Freund. Zieh ein, dein neues Zuhause. Komm schon. Was war denn das da? Dylan the Guide? Yeah, Dylan, das ist dein Haus, Mann, Alter. Da hängt ein Poster von dir an der Wand. Ist nicht schön, oder? Cool. Okay, dann fahren wir fort. Jetzt müssen wir mal aufpassen, es wird ziemlich dunkel hier. Yeah, wood. Mach's gut, Dylan. Schlaf schön. Kupfer kann ich immer noch nicht aufnehmen. Ich habe einfach zu wenig Platz. Unser Palast wird sich genau hier drunter nachher erstrecken. Und zwar von ganz rechts. Neue Zombie-Models. Boah, die spritzen jetzt so braun weg hier. Von ganz rechts nach ganz links. Und er wird riesengroß. Und der Eingang wird sein ungefähr hier. Ich würde sagen, wir bauen jetzt noch ein Haus neben Dylan. Wo dann nachher irgendjemand anders noch einziehen kann. Die Krankenschwester oder whoever. Komm mal, Fackel weg. Fail. Moonboon fail. So, ich habe doch auch den Dreck dabei bestimmt. Ja, ich habe immer Dreck dabei. Oh, da liegt ein Sternchen. Habe ich Platz für Sternchen? Nein, ich habe keinen Platz für Sternchen. Scheiße, ich muss erstmal mein eigenes Haus bauen. Da könnte ich da mal die Schatztruhen reinstellen und so. Dylan, du bekommst jetzt kurz eine Schatztruhe. Komm mal her, mein Freund. Schatztruhe. Ist doch keine goldene Dylan, ne? Was sagst du dazu? Mach mal eine Tür auf. Ja, der Stern, was mache ich denn jetzt in die Schatztruhe rein kurz? Und zwar Loom. Komm schon kurz rein. Cake auch. Badewanne.
Meine ganzen Möbel kommen da jetzt mal rein, bis ich sie brauche. Oh ja. Die Türen. Ne? Verschissene Lampen. So. Ist das Haus hier lang genug? Ich würde schon sagen, oder? Alright. Warum geht es nicht mehr? Mich verarschen? Hä? Hä? Das ist doch genau das gleiche, die gleiche Höhe wie bei Dylan. Komm schon. What the fuck? Ohne Witz, warum geht es nicht mehr? Weg, Auge. Oh, seht ihr diese neuen Lichteffekte? Blau. Ist doch genau gleich hoch? Ich check's nicht. Aber Wayne. Terraria, Terraria-Logik. So, zwei Türen hin. Zack und zack. Und Fackeln rein. Oh ja, da unten sehen sie sogar noch ein bisschen besser aus als ganz da oben. Komm mal her, Dylan. Gib mir mal deine Lichtquelle. Oh ja, Dylan. Und ganz, ganz später, wenn wir alle Häuser gebaut haben und auch unseren eigenen Palast fertig haben, dann bauen wir ihre Häuser hier oben auch aus, natürlich. Die müssen hier nicht leben wie im Ghetto, während ich da unten hause wie ein König. Tür zu. Und dann freue ich mich schon drauf, die neue Welt zu erkunden. Das wird sicherlich geil. What the fuck? Hast du gerade wieder einen Hasen getötet? Freches Dämonenauge, du freches. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, perfekt. Gerade keine Holzwände mehr. Leider habe ich auch keine Tische und Stühle mehr. Auf. Ich brauche... Oh, oh Gott, ein ganzes Crap hier, was ich schon machen kann, oder? Workbench? Nein, ich brauche Wooden Table. Und ich brauche zwei Stühle. Ich glaube, man braucht sogar nur einen Stuhl. Aber irgendwie gefällt es mir besser mit zwei Stühlen. Tisch. Ja. Stühle. Ja. Eins. Zwei. Tür zu. Housing. This house is suitable. Okay, very nice für den Anfang. Unsere Plattform mache ich außen wieder hin. Ganz einfach, damit ich da immer schnell hochspringen kann. Falls irgendwas uns angreifen soll. Man weiß ja nie, was hier so abgeht. Kann ich das? Ja, kann ich. Mann. Okay. Dann kommt hier ein pompöser Eingang hin. Und mit pompös meine ich pompös. Genauso wie ich es gesagt habe. Die Frage... Oh Gott, ich habe das Häschen getötet. Fuck, shit. Die Frage wird sein... wie gestalte ich ihn? Wird es einfach so wie so ein Minenschacht aus der Vergangenheit? Oder... Hey, wo ist mein Dreck hin? Da. Oder wird es... Eher was, ich weiß nicht, so eine Treppe? So, kann man irgendwie eine richtig schöne Treppe bauen? Habt ihr eine Idee vielleicht? Was ist eigentlich da unten? Da geht's runter in die Minen oder was? Das passt mir mal gar nicht, weil hier alles nämlich geebnet wird. So. Licht. Oh ja, alles schön gerade hier. Fuck man, wie geil. Da drüben ist ein bisschen Wasser. Was ich auch auf jeden Fall will, ist so eine Falle. Für spawnende Gegner. Da holen wir uns mal dann Lava aus der Hölle. Und machen links und rechts so Lava-Graben hin. Und ich habe große Pläne in meinem Kopf schon. Sehr große Pläne. Genau. Okay, aber auf jeden Fall
müssen wir jetzt erstmal unser eigenes Haus noch anfangen. Zumindest anfangen, ob wir es fertig kriegen, ist die andere Sache. Und, wie könnte man das machen? Ich mache jetzt mal, hoffentlich sieht es niemand von Greenpeace oder Peter oder vom Tierschutz. Ich mache jetzt hier einfach mal provisorisch so einen Graben hin, okay? Und falls euch was Besseres einfällt, dann könnt ihr mir das ja in die Kommentare schreiben. Und ich werde versuchen, das dann umzusetzen. Komm mal her, hier. Wo ist die Musik hin? Wird das schon der Tag? So. Warum ist die Musik so leise geworden? What the fuck? Oh Gott, wird das geil. Das wird so ein richtig fett geiles Haus. Hier ist Lehm. Oh, was ist das da unten? Ganz unten rechts. Muss ich nachher hin? Muss ich hin? Clay Block. Zombie hämmert da oben gegen die Tür. Wie ein hirnloser Zombie. Was genau dem entspricht, was er auch ist. So, wir gehen jetzt genau bis unter die Wand vom Dylan. Ja, das müsste so reichen. Und wir gehen aber noch ein bisschen tiefer. Machen wir zwei Stockwerke? Ich denke, eins reicht, wenn wir eh so ein... ich weiß nicht. Schauen wir mal. Kann ich noch alles abbauen? Ja, exzellent. Wir bauen uns das riesenfette Haus. Ich habe so eine geile Idee. Auch noch mit Wasser hier, Wasser ins Spiel zu bringen, links und rechts und alles. Richtig, richtig geil. Es wird richtig bonsig, ihr werdet sehen. Ich hoffe nur, dass ich die ganze Dreckwand hier nachher wegmachen kann im Hintergrund. Weil auf die habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Das Licht lassen wir mal noch kurz stehen. Wie war euer Wochenende? Erzählt mir mal. Genau, das können wir eigentlich immer machen. Ich nehme ja immer Sonntag mein Terraria auf. Montag kommt es online. Und wir können ja uns immer ein bisschen übers Wochenende unterhalten. Wie war euer Wochenende? Wart ihr in eurer kleinen eigenen Welt nur am Zocken? Wart ihr nur am Chillen mit Freunden? Oder wart ihr Party machen? Erzählt's mir. Wo geht ihr Party machen? Wohnt ihr in der großen Stadt? Wohnt ihr auf dem Land und geht in die Scheune zum Party machen? So wie der Moonboon? Roffe. Sagt mir Bescheid. Okay. Das müsste mal reichen soweit. Zack. Zack. Und Licht? Ey, aber ohne Witz, was ist das da unten? Ist das irgendein Erz oder sowas? Das müssen wir wohl nächstes Mal abbauen. Ey, Schleim. Lass ihn in Ruhe, Freuer. Humphrey the Merchant has arrived. Oh, und er wird angegriffen. Lass Humphrey in Ruhe. Ja, sehr gut. Okay, da haben wir auch schon Wasser. Das ist sehr gut sogar. Das Wasser brauche ich nachher. Wir haben so viel zu tun und so wenig Zeit. Ich habe so viele Ideen. Humphrey? Ja, du ziehst da oben einen Humphrey. Oh, was liegt da? Ach, ist das so ein Vogel. Ja! Ich werde immer besser darin. Ah, sterbe, also sterb. Wo kommt der Pilz her? Der war vorher nicht da. Okay.
Jetzt mal schauen, ob ich den Hintergrund hier wegbekomme. Ja, sehr gut. Viel zu tun, viel zu tun. Nice. Klappt ja wunderbar. Da oben müssen wir nachher dann irgendwie anders dran. War ja klar, dass ich die Fackel auch wieder mitnehme. Aber macht nichts, wir haben jetzt dann hier schön den anderen Hintergrund. Komm schon. Geht schon ab, dieses Ding. Zum Glück haben wir uns das gebastelt. Oh Gott, ist das viel Arbeit. Ich glaube, wir verschieben das Haus bauen auf die nächste Episode. Ich würde mir jetzt gerne mal noch die Welt ein bisschen angucken. Wir müssen einfach mal noch ein Bett hinsetzen, aber ein Spawnpunkt und so. Das ging ja weit. Bett. Ach so, halt, Bett kann ich nur im Haus aufstellen, gell? Dann ziehe ich mal kurz zum Humphrey. Humphrey, erlaubst du mir, bei dir reinzuziehen, mein schwuler Kollege? Ja, Moonboon, überhaupt kein Problem. Bett. So, dann gehen wir mal kurz die Welt erkunden. Also hier haben wir noch jede Menge Holz und jede Menge Platz. Frisches Kaninchenfleisch. Yam, yam, yam. Nom, nom, nom. Oh. Oho. Oho. Was ist denn hier los? Das war jetzt Fail. Hier ist, da steht eine Schatztruhe, einfach so. Bottle. Halt, stopp, das war Glas. Da, Bottle. 16 Silver Coins. Wooden Boomerang. Shiny Potion, okay. Shiny Potion, die schmeißen wir gleich mal rein. Geil. Von denen will ich mehr. Ach nö, da geht's nicht raus. Da ist nochmal eine Truhe. What the fuck, was ist das? Powerful Blowpipe. Wir haben doch schon eine normale Blowpipe, oder? Die nehmen wir mit. Shuriken brauche ich nicht. Aber Bottle, kann ich die Shurikens eigentlich hier hinten? Nein, kann ich nicht. Fuck, schon wieder so geile Sachen hier. Und die nächste Truhe. Ich glaube, was zum... Okay, das haben sie auf jeden Fall erhöht. Dass man ein bisschen mehr... Gleich mal Granaten hier. What the fuck? Okay, wir haben eindeutig zu wenig Platz schon wieder in unserem Inventar. Nein, dich will ich nicht. Weg. Oh. Roffel. Roffel, Roffel, Roffel. Weg. Und was war jetzt da noch drin? Wooden Arrow. Der Speer? Das Speer brauche ich, glaube ich, nicht. Aber diese Swiftness Potion, die nehme ich noch mit. Wie lange hält denn dieser Shine-Effekt? 4 Minuten. Was ist das da hinten? Silber? Nice. Oh, da drüben ist so ein böser Altar. So ein ganz böser, böser. Oh, ist ja geil, aber diese ganzen verschiedenen Erze, wie die jetzt leuchten und so, also. Mein lieber Shiva, ey, da haben sie sich schon ein bisschen Mühe gemacht. Komplett neue Light Engine eingeführt, so wie es aussieht. Oh. Ich stehe auf Gold.
Und vor mir ist ein Herzkristall. Wie geil ist eigentlich das? Das müssen wir alles mal noch in Ruhe erkunden. Wir werfen mal kurz den Boomerang dafür weg. Das braucht kein Mensch. Noch einer. Aber ich brauche jetzt gar keine mehr, ehrlich gesagt. Ich denke mal nicht, dass es mehr als zwei Reihenherzchen gibt. Und da sind wir dann schon im Untergrund. Okay, alles klar. What? Was zum... War das eine Falle? War das eine Falle? Wo ist hin? Ist das nicht mehr da? Auf jeden Fall ist mir direkt auf den Kopf gefallen und hat sich hier durchgearbeitet. Zumindest da oben, so wie es aussieht. Seht ihr das? Da ist im Hintergrund so eine Wand hier. Wie geil war denn das jetzt? Fallen haben sie eingebaut. Oh mein Gott, ich fühle mich wie Boon Moon Jones. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also mir gefällt die neue Welt jetzt schon. Mir gefällt, was sie aus Terraria hier noch rausgeholt haben einfach. Oh Gott, ich kann Goldfische einsammeln. Wie geil ist das denn? Die kann ich nachher bestimmt irgendwie in ein Aquarium setzen oder... Oh mein Gott, wie geil ist denn das? Alles, da ist noch einer. Die kann ich jetzt nicht einsammeln. Doch, Goldfisch. Überall Pilze. Guckt euch mal die Welt an. Was ein bisschen komisch ist, finde ich, die Dinger hier. Die hängen hier einfach mal so in der Luft. Das ergibt nicht sonderlich viel Sinn. Genauso wie der Baum hier oder so. Boah, aber hier überall Gold schon an der Oberfläche und so. Also, ich will nicht wissen, was dann in der Hölle und im Dungeon und so weiter rumsteht. Und wie die neuen Bosse abgehen. Oh, ist das eine geile Höhle. Überall Gold. Oh Gott, wäre das geil. Und da ist noch Eisen, glaube ich, so wie es aussieht. Wow. Eine komplette Unterwasserhöhle. Wenn ich da durchbrechen würde. Wow. Wow. Und wir ersticken. Geil, oder? Absolut geil, die neue Welt. Gefällt mir hammergut. Ich glaube, dass ich das da unten, das mache ich nachher mal, wenn die Kamera aus ist, beziehungsweise vor der nächsten Episode. Das ist einfach zu langweilig, wenn ich euch da die ganze Zeit hier zugucken lasse, wie ich diesen scheiß Hintergrund entferne und so. Das mache ich alles, wenn sie aus ist. Und ich denke, dass ich hier auch noch ein bisschen größer bauen werde. Aber den Rest bauen wir dann schon wieder zusammen, keine Sorge. Vor allem einen genialen Plan, muss ich mir mal überlegen, wie ich den in die Tat umsetze. Oh nein, ein Pinky! Pinky! Nein, ich fail, Bob. Wow. Komm her, Pinky. Silver Coin, Gel, sonst nix. What? Ich hab gedacht, da droppt auch immer Epic Loot beim Pinky. Naja, egal. Es wird schon wieder Nacht hier. Spawn Point Set? Ja, das hatte ich doch schon. What? Piggy Bank? Was zum Teufel ist eine Piggy Bank? So viele Fragen. Ich hoffe, ihr Nerds da draußen könnt mir wieder helfen. Auch, oh Gott, ich weiß leider den Namen nicht mehr, aber irgendjemand war so süß. Er hat mir alle Antworten geliefert letztes Mal auf meine Fragen, die ich wissen wollte. Und dann hat er noch hinzugefügt, und ich bin kein Nerd. Also, genau dich meine ich. Auch sorry, wenn mir jetzt dein Name nicht mehr einfällt. Was ist eine Piggy Bank? Sag's mir bitte. Das hört sich an wie eine Schlachtbank für Schweine oder sowas. Uick. Oh, keine Stimme. Keine Stimme fürs Schweinegeräusch. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich war ein bisschen schlapp, ihr habt es gemerkt. Ich bin doch auch total am Sack eben vom Wochenende noch. Aber nächstes Wochenende steht nicht so viel an. Und dann bin ich wieder mit voller Power zurück. Und dann geht's weiter hier in New Boon Moons World mit Hintergrund. Oh ja, weil Hintergrund einfach besser ist. Wir sehen uns dann wieder. Bitte bewertet dieses Video oder schreibt mir meine Kommentare. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moon Moon und ich bin raus. Ciao, ciao.